In diesem Video geht es mit Atomkernen und dann jetzt auch im Zusammenhang mit der Masse eines Atomkerns und den jeweiligen Elementen. Jetzt erstmal nochmal ganz kurz als Atom wiederholt. Also ein Atom besteht ja aus Elektronen, die sich in der Elektronenhülle befinden und dann noch einem Kern, der die Protonen enthält. Und wenn man sich jetzt den Kern noch genauer anguckt, dann sieht man, dass jetzt zusätzlich zu den Protonen noch Neutronen sich befinden. Und dann die Protonen haben jetzt eine positive Ladung, die Neutronen sind jetzt neutral geladen und dann gilt ja noch, dass jetzt die Anzahl der Protonen immer die gleiche Anzahl ist wie die Elektronen, sodass das Ganze halt elektrisch neutral ist. Dagegen bei den Neutronen, da kann es unterschiedlich sein. Jetzt hier bei diesem Kern haben wir jetzt mal 6 Protonen und 6 Neutronen. Das heißt, hier ist Neutron zusammen Proton zusammen gleich. Muss aber nicht immer so sein. Aber dazu gleich noch später ein bisschen mehr. Jetzt könnte eine typische Frage sein, um welches Element handelt es sich bei zum Beispiel diesem Kern entstanden? Zählen wir jetzt. Wir haben jetzt in diesem Beispiel 6 Protonen. Das heißt, wir können jetzt sagen, dass die Ordnungszahl 6 ist. Könnt ihr euch merken, Ordnungszahl ist immer die Anzahl der Protonen. Und wir zählen, wir haben 6 Neutronen. Dann ist jetzt die Massezahl 12. Massezahl, auch eine wichtige Größe, ist immer die Anzahl von Protonen plus Neutronen. Also in diesem Fall 12. Und dann kann man jetzt einfach im Periodensystem gucken. Verlinke ich auch mal eben hier. Und zwar ist jetzt die wichtige Größe die Ordnungszahl. Und die Ordnungszahl ist im Periodensystem bei den Elementen immer oben links dargestellt. Und dann, wenn man im Periodensystem guckt, sieht man, dass Kohlenstoff die Ordnungszahl 6 hat. Also haben wir dann hier das Element Kohlenstoff. Und dann haben wir jetzt hier speziell Kohlenstoff mit dieser Schreibweise C für Kohlenstoff. Und dann jetzt unten links steht dann, wenn man jetzt das Elementsymbol an sich betrachtet, jetzt nicht im Periodensystem. Im Periodensystem steht die Ordnungszahl oben links, aber jetzt das Element an sich hingeschrieben, steht dann jetzt unten links die Kernladungszahl, was dann auch die Ordnungszahl ist, also dann halt die Anzahl der Protonen. Oben links dann die Massezahl, also hier Proton plus Neutron, hier in diesem Fall 12. Und beim Kohlenstoff gibt es jetzt Isotope. Isotope heißt jetzt, dass es Atome eines gleichen Elements gibt, die jetzt die gleiche Anzahl von Protonen haben, aber jetzt eine andere Anzahl von Neutronen haben. Und Kohlenstoff hat zum Beispiel Isotope, das heißt, es gibt jetzt noch andere Kohlenstoffatome, die jetzt auch 6 Protonen haben, damit deswegen Kohlenstoff sind. Also die Anzahl der Protonen, die Ordnungszahl, gibt immer das Element an, deswegen Kohlenstoff. Aber es gibt jetzt auch Kohlenstoffatome, die haben nicht 6 Neutronen, sondern 7 Neutronen oder 8 Neutronen. Und dementsprechend eine Massezahl von 13, 14. Deswegen, das ist der Begriff Isotope. Habe ich extra schon mal ein Video zu gemacht, verlinke ich mal eben hier. Aber dazu will ich jetzt in diesem Video nicht genau drauf eingehen. Aber das hat dann auch noch Einfluss auf die Masse des Atoms. Deswegen, man könnte zum Beispiel fragen, typische Frage ist, wie schwer ist ein Kohlenstoffatom? Und jetzt wollen wir mal konkret die Frage stellen, wie schwer ist ein 12,6-C-Atom, also dann mit Massezahl 12, Ordnungszahl 6. Und dann können wir uns durchaus vorstellen, die Masse eines Atoms ist dann einfach die Masse der einzelnen Bestandteile, also die Masse der Protonen plus die Masse der Neutronen plus die Masse der Elektronen. Jetzt müssen wir wissen, die Masse eines Protons ist ein U. Jetzt fragt euch, was U ist. U ist jetzt eine spezielle Atommasse. Hat man als Einheit genommen, weil ein U ist jetzt 1,66 × 10⁻²⁷ Kilogramm. Ist so eine kleine Masse. Und um jetzt nicht mit so ganz kleinen Zahlen rechnen zu wollen, hat man dann halt die Atommasse ein U eingefügt. Dann ein Neutron hat auch die Masse von ein U. Und ein Elektron ist jetzt deutlich leichter, hat eine Masse von 0,0005 U. Und dann, wenn man jetzt nur die Masse des Kerns von Kohlenstoff berechnen wollte, dann zählen wir sehen 6 Protonen, 6 Neutronen. Die Masse ist dann dementsprechend 6U plus 6U, also gleich 12U. Wollte man dann dagegen die Masse des kompletten Atoms berechnen, dann müsste man jetzt noch plus die 6 Elektronen, also plus 6 mal 0,0005U beaufschlagen. Dann hätte man noch die Masse eines Atoms von speziell eines Kohlenstoffatoms 12,6. Jetzt wichtig, wenn man jetzt im Periodensystem guckt und dann kann man im Periodensystem jetzt oben rechts die Atommasse ablesen, dann kommt da jetzt eine bisschen andere Masse raus, als wenn man das so berechnen würde. Liegt daran, wie gerade schon angedeutet, jetzt das Kohlenstoff im Periodensystem, das ist jetzt ein Isotopengemisch, besteht aus 98%, also dem Großteil aus 12,6C mit dieser Masse halt, aber jetzt noch zu 1% aus dem Kohlenstoffisotop mit 13 Massezahl, also ein Neutron mehr und Massezahl 14, 2 Neutronen mehr. Deswegen, dadurch, dass wir Kohlenstoff als im Periodensystem
als Isotopengemisch betrachten, haben wir dann halt noch dort oben rechts eine bisschen andere Masse, als wenn man es hier bei 12,6c berechnen würde. Nur kleine Ausblick noch dazu, immer das, die Sache Isotope. Dann jetzt zum Schluss noch eine Aufgabe. Die Frage ist, wie viele Elektronen, Neutronen, Proton hat jetzt das Element Barium mit der Ordnungszahl 88 und der Massezahl 202? Jetzt haben wir ja gerade gesagt, hier unten links steht die Kernladungszahl, also dann die Protonanzahl. Heißt, wir haben 88 Protonen und dann, ich kürze mal ab hier mit P+, dann, wir haben ja gerade gesagt, Elektronenzahl gleich Protonzahl, damit halt das Atom elektronenneutral ist. Also können wir auch sagen, wir haben 88 Elektronen und dann Neutronenzahl ermitteln wir jetzt über die Massezahl, denn die Massezahl oben hier ist ja dann Proton plus Neutron und dann rechnen wir einfach 202 minus 88, logisch, Proton plus Neutron minus Proton, wäre dann wieder Neutron. Rechnen wir 202 minus 88 ist 114, also haben wir dann 114 Neutronen. Das jetzt noch eine Aufgabe dazu und jetzt verlinke ich hier noch meinen Chemie Mats und Bosch Kanal, da mache ich auch ein Lernvideo, falls es interessiert, könnt ihr dort gerne vorbeischauen. Und das war's dann damit zu diesem Video.